Hallo YouTube-Zuschauer, willkommen zur nächsten Folge von Cyberpunk. Phantom Liberty heißt es. Ich hab geübt. Mit Phalanx Streams und Koji. Und wir sind gerade an einem sehr wichtigen Punkt. So, ich bin nicht naiv. Ich bin mir sicher, du willst was für sie haben. Ich will überleben. Ihr habt nichts, was ich haben will. Nimm sie mit, aber ich will nichts von euch. So. Ich will überleben. Mir geht's nur um eins. Ich will überleben. Das Heilmittel. Das kann nur einmal benutzt werden. Zornbart ist für sich. Ich gehe leer aus. Verstanden. Dein Preis ist die eine Dosis. Ich brauche das Heilmittel Ripper, die es benutzen kann. Du hast was von Kontakten in Europa gesagt. In Europa und in England. Die NUSA haben herausragende Spezialisten. Das geht in Ordnung. Du kriegst dein Heilmittel, ich nehme Songbird mit. Und wir gehen beide unserer Wege. Haben wir einen Deal? Wie soll ich mir sicher sein, dass deine Leute an die Neuralmatrix rankommen? Gibt's Garantien? Ich kenne mich mit dem Kram nicht so gut aus. Aber denk dran, dass Sinnersure unsere Tech ist. Nehmen wir an, ich überlebe. Was passiert dann mit Song? Dann suchen wir nach anderen Wegen, um ihr zu helfen und den Blackwall-Verfall aufzuhalten. Myers hat Song schon längst zum Tod verurteilt. Myers konnte sie nicht entkommen lassen. Aber wenn wir sie in die Finger kriegen und das Leben, sind die NUSA sicher. Und Songbird muss nicht sterben. Deal. Nimm sie mit. Aber lass mich nicht sterben. Ich bring dich nach Hause, Sumi. Landungsbereich gesichert. Nein, wirst du nicht. Wir nehmen sie mit und gehen. Was kaufst du dir eigentlich für deine 30 Silberstücke? Ich melde mich. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ständig ausschlagen, wie mehr noch als ich. Okay.
out. Treasures are always lost. Pleasures are long forgotten. Who are you? Was zur Hölle? Wieso ging das jetzt so schnell? Wo kam denn jetzt auf einmal dieses Ende her hier? Bis hier am Ballern so und dann... Ich wollte jetzt noch auf den Mond fliegen eigentlich. Ich glaube, ich habe hier tatsächlich irgendwelche falschen Abzweigungen genommen, sodass es jetzt echt ein kurzes Ende war, habe ich so den Eindruck. Und das überrollt mich gerade so, dass ich noch gar nicht genau weiß, ob das jetzt hier schon die letzte Folge war oder ob ich einfach nochmal ab einem gewissen Speicherpunkt nochmal weiterspiele und nochmal was anderes ausprobiere. Zum Beispiel, dass wir uns direkt für Reed entscheiden. Oder, dass wir jetzt am Ende mit Songbird durchziehen. Dass wir nicht sagen, okay, weißt du was, du hast mich angelogen, leck mich am Arsch, sondern dass wir hier wirklich den treu doofen Idioten spielen, der dran bleibt. Weil ich hätte jetzt ja auch andere Möglichkeiten gehabt. Aber das finde ich jetzt hier ein bisschen unbefriedigend. Gut, sprechen wir einfach mal ganz kurz jetzt schon mal darüber, was jetzt hier mit Phantom Liberty passiert ist, grundsätzlich. Also ich finde, egal was man vorher über dieses Spiel hier gesagt hat, bei Release und sowas, ja, das ist alles hinfällig. Klar, du hast hier und da mal so, was weiß ich, eine kleine Anzeigefehler oder mal irgendwie, dass du dir denkst, ups, hier war gerade, hier ist nicht alles korrekt, aber nichts zu vergleichen mit den Problemen, die es vorher gab. Ein Megaspiel mit, also alleine dieser Abspann hier gerade, das war ja wie aus einem James-Bond-Film. Ist ja der Wahnsinn. Ein episches Lied, richtig geil. Dazu Bilder und so, richtig gut gemacht, künstlerisch. Perfekt, fand ich richtig toll. Habe ich richtig Gänsehaut gekriegt gerade. Richtig geil. So, ja, und auch so vom Spiel her, mega gut. Also ich finde, sie haben es wirklich rausgeholt. Sie haben es einfach rausgeholt. Ehre wiederhergestellt. Ja. So. Und jetzt weiß ich trotzdem nicht, was ich machen soll. Ich werde wohl heute jetzt hier tatsächlich eine ganz kurze Folge machen. Also für alle YouTube-Zuschauer. Also ich habe jetzt auch 2 Stunden gestreamt. Und ich denke, wir können jetzt hier, grundsätzlich kann man jetzt hier heute schon mal Schluss machen. Ja. Für die YouTube-Zuschauer. Sollte das jetzt hier wirklich die letzte Folge sein? Das glaube ich nicht. Ich werde noch welche machen. Ja. Also lassen wir das. Konjunktiv völlig falsch. Aber das ist jetzt hier eine sehr kurze Folge, die dauert jetzt hier gerade, also jetzt 12 Minuten. Das ist natürlich nicht das, was ihr gewohnt seid, weil eigentlich hier immer eine Dreiviertelstunde. Wir werden noch weitere machen. Seht das jetzt erstmal so als das erste Ende. Wer Lust hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei bleibt und nochmal mit mir weiterguckt. Ich werde nochmal nochmal 2 Varianten versuchen. Nochmal einmal das Songbird-Ende, dass man wirklich durchzieht. Songbird-Ende spielen fände ich interessant, schreibt auch Alex. Ja, werde ich dann auch mal machen. Dass man einfach wirklich dranbleibt und durchzieht. Und die 2. Variante, dass man sich direkt für Reed entscheidet. Ja, das werde ich auch nochmal machen. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Würde ich mich sehr, 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 sehr freuen. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mir wieder einmal sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann zum nächsten Projekt weiter. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, ihr seht es auch wie ich, dass jetzt hier mit diesem DLC auf jeden Fall die Ehre wiederhergestellt ist. Ja. Wenn nicht, wenn ihr das anders seht oder generell, ob ihr mir zustimmt, schreibt es gerne in die Kommentare. Freue ich mich auch drüber. Ja. Ansonsten lasse ich euch jetzt hier gleich noch mit dem Abspann ein bisschen alleine. Und wie gesagt, dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann.
When I fall a distance. Never knowing which way's up, down. It's never what it seems when it's all I'm ever missing. And it feels as though I'm waiting. And I don't need no head in my hands. No, I'm never heading way south. I think I'll find it all somewhere between the ice and fire. Cause it's all I'm ever thinking. And I need another savior. Ach so. Da fällt mir noch was ein. Vielleicht gibt es noch einen Epilog. Machen wir gleich noch. Gucken wir uns an. Also dranbleiben. Ich musste gerade an was denken. Was kommt jetzt? Ach, ich weiß nicht. Scheiße, jetzt tut sie mir irgendwie leid. Du vergisst jemanden. Vergießt du auch Tränen für mein Schicksal? Mein scheiß Pech? Oh, du bist total im Arsch, klar. Aber wenigstens bist du dabei nicht mehr allein. Das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Gewöhn dich nicht dran. Tatsache, wir können noch einen Epilog spielen. Hätte ich das gewusst? Naja. Also ich finde es immer wichtig, Tatsache, ich habe jetzt am Ende ein bisschen vorgespult, aber dass wir uns natürlich auch mal so ein bisschen den Leuten widmen, die sich hier mit dem Spiel gewidmet haben. Beschäftige dich, bis Reed Kontakt mit dir aufnimmt. Und dann geht's tatsächlich noch weiter. Da ist die Frage, ob wir nicht einfach schlafen gehen.
zu einem Apartment fahren und dann mal eine Runde schlafen. Wo sind denn hier, wo ist denn hier mein Menü? Wo ist denn mein Appartement da oben? Vielleicht zeigt Reed uns ja auch einfach nur kurz die kalte, die lange Nase, meine ich. Na endlich. Ziehen wir uns mal einen Braindance ein. Wenn der hier schon so rumliegt. Ne? Das war auch großartig, ne? Den gucken wir uns mal in Ruhe an demnächst. Nicht jetzt. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit Schlafen. Aber wurde hier eine Party gefeiert? Oh, Reed ruft an. Können wir reden? Wie sieht es mit meiner Operation aus? Dauert noch. Komplizierte Sache, das Ganze. Aber ich bleibe weiterhin dran. Ich verlasse gerade Night City. Würde dich gerne persönlich treffen. Die Jo-2-Station auf der Straße nach Süden. Reed? Okay. Schauen wir mal, was er möchte. Gerade rechtzeitig. In ein paar Minuten wäre ich weg gewesen. Unser erstes Treffen. Schwarzer Ford Merrimack in 3 Minuten. Vordersitz. Dein Gedächtnis funktioniert noch. Mach's gut, Night City? Ja. Nach 10 Scheißjahren. Ich werde offenbar in Washington gebraucht. Das ist eine scheißlange Autofahrt, Schum. Tja. Ich hab's nicht so mit Zügen. Außerdem muss ich über ein paar Sachen nachdenken. Dafür braucht man Zeit. Die weiten Straßen Amerikas, der Traum jedes Introvertierten, um deine Probleme zu lösen. Nicht alle davon. Schließlich habe ich dich angerufen. Okay, was ist los? Was genau willst du von mir? Ich kann nicht schlafen. Zerbreche mir ständig den Kopf. Hilft nichts. Vielleicht kennst du ja die Antwort. In der Space Force One, da hat Sumi dich angerufen. Und nicht mich. Warum? Angst. Sie hatte Angst, dass du sie an Myers auslieferst. Schuldgefühle, weil sie dich verraten hat. Kalkül, sie wusste, dass sie mich austricksen kann und dich nicht. Hoffnung, dass ich ihre Lage verstehen würde.
Pragmatismus. Sie hat ihre Chance berechnet, nicht auf ihr Herz gehört. Weißt du, warum du sie nicht verstehst? Weil du denkst, das war eine emotionale Entscheidung. War es nicht. Es ging für sie nicht um Freundschaft, Vertrauen, Loyalität. Storm hat uns benutzt und ausgetrickst. Du nimmst dir das übel. Verstehe ich auch. Aber wir sind hier nicht die Opfer. Trotzdem frage ich mich, wenn sie mich angerufen hätte, hätte ich die richtige Entscheidung getroffen? Reed, vergiss Songbird einfach. Du hast mehr für sie getan, als sie verdient hat. Denk mal an dich. Fang von vorn an. Nur die wenigsten bekommen so eine Gelegenheit. Ich muss dann mal los. Und danke für deine Ehrlichkeit, Vee. Viel Glück, Saul. Ich melde mich bei dir, wenn die Chirurgen soweit sind. Die arme Drecksau. Du hast Mitleid mit ihm? Du? Weiß nicht. Vielleicht. Der Typ hat null Hoffnung. Ohne Scheiß. Der wird sich noch aufhängen. Das hätte er schon die letzten 7 Jahre machen können. Jetzt hat er die Chance, sein Leben zu verändern. Der Typ hat alles verloren. Er hat's bloß noch nicht gemerkt. Seine Präsidentin ist eine Kriegsverbrecherin. Seine Freundin wollte nichts mit ihm zu tun haben. Seine Ideale ersaufen gerade in der tiefsten Scheiße. Der hängt sich noch auf. Warte, bis Reed dich nach einem Tag kontaktiert. Ja, wir waren doch gerade schon... Wir waren doch gerade schon bei uns in der Hütte. Das hätten wir alle schon haben können. So, warte mal. Jetzt habe ich hier vorhin so toll abmoderiert und jetzt geht es hier einfach weiter. Und so ein richtiger Epilog ist es nicht. Ich glaube, hier spielen wir jetzt einfach ganz normal weiter. Unsere Neurochirurgen haben den korrekten Neuralmatrix-Befehl konfiguriert. Bereit, das Konstrukt loszuwerden?
Ja, ich bin bereit. Muss noch drüber nachdenken. Wie hoch waren die Erfolgschancen nochmal? Lässt sich verhindern, dass dabei das Engramm zerstört wird? Wie lange wird das dauern? Okay. Sei ehrlich, wie hoch sind die Erfolgschancen? Du befindest dich in den Händen der besten Neurochirurgen der Nordhalbkugel. Keine Sorge. Sag mal, kriegen wir es hin, dass das Engramm nicht beschädigt wird? Nein, dein Verstand wird rekonstruiert wie. Die Matrix muss die Relic-Daten löschen. Komplett. Wie lange wird das dauern? Ich meine, der Eingriff. Die Reha. Wissen wir nicht. Vielleicht eine Woche. Vielleicht einen Monat. Solltest dir also jemanden suchen, der sich um deine Katze und deine Pflanzen kümmert. Okay, ja. Ich bin bereit. Eine EW kann dich einsammeln. Sag uns nur wo. Am besten nichts allzu Öffentliches. Bei Mystis Esoterikum. Auf dem Dach des Gebäudes. Okay, wir sind standby. Da laufen wir hin. Das haben wir uns verdient. Das letzte Mal hin. Obwohl, wir laufen ja nicht das letzte Mal hin, oder? Oh, da wurde geschossen. Nochmal angucken. Wer weiß, ob wir das alles wiedersehen. Ach, guck mal, hier wurde ein Waffenladen einfach nur geschossen. Die Jugendlichen befinden sich in einem kritischen, aber stabilen Zustand. Harris hatte die 13- bis 18-jährigen Jungen auf einem verlassenen Bauernhof festgehalten. Dieser schreckliche Vorfall ist ein weiteres trauriges Beispiel für Night Citys moralischen Zusammenbruch. Ach, das sind doch schon alte Kamellen hier. Die Verbrechensrate ist doppelt so hoch wie in den neuen Vereinigten Staaten. Es wird immer deutlicher, dass ein Eintritt in die Union die Sicherheitslage in unserer Stadt endlich wieder auf den richtigen Weg bringen würde. Weitere Einzelheiten gibt es nach der Pause. Laufen wir mal zum Misty rüber. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Was, wenn du der FIA einfach sagen würdest, sie sollen sich ihr Angebot sonst wohin stecken? Ruf Reed nicht an, wie? Wir finden einen anderen Weg. Wie jetzt? Die Nachricht. Nicht gesehen? Die wollen mich löschen. Muss ich dir erklären, was das heißt? Das war doch von Anfang an klar. Bis eben war mir das noch nicht so bewusst. Ich wollte immer bis zum Ende kämpfen, das wusstest du doch. Du wusstest, ich würde um jeden Preis ums Überleben kämpfen. Das war dir so klar wie mir. Nenn mich naiv, aber ich dachte nie, ich könnte dieser Preis sein. Komm schon, weh. Ruf ihn nicht an. So, du bist an einem... Es gibt kein Zurück mehr. Du bist an einem Punkt angekommen, an dem es kein Zurück mehr gibt. Sobald du Reed anrufst, werden alle noch nicht beendeten Missionen und andere Aufträge nicht mehr verfügbar sein, bis du die Hauptgeschichte abgeschlossen hast. Wir machen das. Reed anrufen.
Ich habe mich entschieden schon. Was das nur vielleicht klappt. Oder einfach eine OP. Da muss ich nicht groß nachdenken, Johnny. Ich rufe Reed an. Bist du am Treffpunkt? Bin ich. Ich will das hinter mich bringen. Amy ist unterwegs. Dauert nicht lange. So endet das also. Was hast du denn erwartet? Es ist mein Körper. Und mein Leben. Panam, ich bin für eine Weile aus dem Ziel, sollte am nächsten Monat wieder da sein. Oh, weit weg, vielleicht kann ich ja hinfahren. Sehr weit weg und ich weiß schon, wie ich hinkomme, aber trotzdem danke. Ich weiß nicht genau, hat man mir nicht gesagt. Okay. Wer genau ist Mann? Was für Irk hast du dir diesmal eingebrockt? Ausnahmsweise nichts Gefährliches, ich erkläre es ja, wenn ich wieder da bin. Muss jetzt los. Okay, das haben wir auch abgefrühstückt. Bereit für die OP. Das haben wir doch schon alles besprochen. Das ist wieder Panam. Okay, das machen wir später. So. Jetzt bin ich gespannt. James Weiss, FIA. Ich nehme an, Sie sind wie? Übrigens, es ist mir eine Ehre, den Retter der Präsidentin der NUSA kennenzulernen. Danke. Wissen alle Leute, dass ich Miles gerettet habe? Vielen Dank. Wo bringt ihr mich jetzt denn? Eine FIA-Klinik in Langley. Da haben wir unsere besten Spezialisten. Okay. Wissen alle Leute, dass ich Miles gerettet habe? Moment mal. Wissen hier alle Leute, dass ich Miles gerettet habe? Ich dachte, das bleibt geheim. Wird totgeschwiegen. Offiziell ist nichts passiert. Aber in der FIA spricht sich sowas trotzdem irgendwie rum. Wo ist Reed? Ist er nicht mitgekommen? Reed ist anderweitig beschäftigt. Keine Sorge, Sie sind in guten Händen. Kommen Sie rein. Doc Lozano wird Sie untersuchen, feststellen, ob Ihr Zustand stabil ist. Bin ich gesagt schon nervös. Gute Hände, darauf verlasse ich mich. In Länge warte ich auf das Beste. Ich erwarte auch die Besten der USA, Mr. Weiss. Lozano, freut mich. Ich bin einer Ihrer Chirurgen. Beginnen wir mit einem kurzen Scan Ihres Nervensystems. Ihren Direktlink, bitte. Hoffentlich gibt's da überhaupt noch was zum Scannen. Der Schaden ist beachtlich, aber reversibel. Ich will mich von der Stadt verabschieden. Machst du kurz die Tür auf? Keine Sorge, Sie sind bald wieder zurück. Man weiß ja nie. Mach einfach auf, okay? Tu mir den Gefallen, Weiß. Bitte. Ah, Night City.
Der größte menschliche Fleischwolf des Spätkapitalismus. Du hast ihn schon mal überlebt. Vergiss das nicht, wenn dich Night City am Ende wieder ausspuckt. Ich will mich nicht an dich erinnern. Fühlt sich nicht an, als hätte ich verloren. Hab zumindest viel gelernt. Ich fühle mich nicht, als hätte ich verloren. Schade. Solltest du vielleicht. Warum? Weil ich mir endlich mein Ziel erkämpft habe. Du hast gekniffen, wie? Glückwunsch, wie? Ich finde, du kannst richtig stolz auf dich sein. Lass es. Ich habe das nicht verdient. Wer bitte kriegt schon, was er verdient, wie? Was soll das, Johnny? Unser letztes Gespräch. Du musst unbedingt nochmal dafür sorgen, dass es mir scheiße geht. Das ist meine letzte Chance zu widersprechen. Wenn schon nicht allem, dann wenigstens dir. Ich will nur leben, Johnny. Das habe ich doch immer klar gesagt. Dafür gab's andere Optionen. Du hättest zu alt gehen, in Mikoshi einbrechen können. Aber ich habe mich anders entschieden. Verstehst du nicht, warum ich die sichere Option gewählt habe? Ich soll so tun, als wäre das alles? Als wären wir der Welt scheißegal? Als würden wir am Ende einfach friedlich einschlummern? Aber nur einer von uns wacht auf. Es tut mir leid, Johnny, dass du nicht selbst über deinen Tod entscheiden konntest. Ehrlich. So sollte es nicht sein, ich weiß. Das sind doch bloß leere Worte. Sicher, ja. Aber ich will, dass du sie hörst. In einem anderen Leben hätten wir sowas wie Freunde sein können. Keine Ahnung, warum es in diesem nicht geklappt hat. Unterschiedlich oder ähnlich? Unterschiedlich. So wie Johnny Sorrento. Wir waren einfach zu unterschiedlich. Und wir haben nicht versucht, einander zu verstehen. Ja. Einfach unerträglich, im Kopf von jemandem festzustecken, der deine Werte nicht teilt. Ich wollte nicht wahrhaben, dass du ein Recht auf deine Meinungen hast. Wie jeder. Erhöhte Werte angezeigt. Starke Emotionen. Wir müssen etwas dagegen tun. Wir wissen nicht, welchen Einfluss der Stress auf ihr Gehirn haben könnte. Kommt ein bisschen spät. Das war's wohl, Kleiner. Sieht so aus. Meinst du, wir finden einen Weg, einander irgendwie zu verzeihen? Ja. Ich schon. Und du? Ja, ich auch.